Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen, immer noch auf dem Weg in die Vulkanfeste. Und da wollen wir jetzt mal weiter hinspazieren. Ich muss mal hier Map und so. Moment, mal auf hier, ne? Der Rotz. Wir werden uns mal schön an den Weg halten. In der letzten Folge hat das nicht so... Wo bist denn du? Hey, du. Hey, du. Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Alles klar. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Aber hallo. Pass auf. Mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Mhm. Was zwischen euch Banditen und dem Orden läuft, geht mich nichts an. Solange du keinen Ärger veranstaltest, kriegst du auch keinen. Super. Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Oho. Das ist interessant. Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich passe hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Dankeschön. Ich glaube, ich hätte mir gar nicht den Novizenstab nehmen sollen. Bringt der mir irgendwas? Ich glaube nicht. Naja, nicht wirklich. Naja, egal. Jetzt habe ich einen tollen Novizenstab, der bringt mir ja nichts. Ich glaube F5? Nein, verdammt. Ich muss mal kurz in der Steuerung gucken. Wie genau kann ich denn quasi schnell speichern? Ah, F8. Natürlich, natürlich. So, F8. Wir speichern einfach mal ganz kurz und wir gehen einfach mal kurz in diese Urin ein. Was soll da schon passieren, denke ich mir, ne? Es kann ja... Hallo? Hallo? Ist da wer? I. What bist denn du? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Alter. Hab ich mich erschrocken. Meine Fresse, ey. Könnt ihr doch nicht machen. Junge, Junge, Junge. So, Schnellspeicher, das ist automatisch so. Ihr seht, 13. Ich spiele das hier kurz vor knapp sozusagen. So ein bisschen verplant, Folgen aufzunehmen. Ich habe ja immer gern so einen Puffer von so mindestens 4-5 Tagen, dass ich dann was aufnehmen kann. Das ist dann so alles gut, aber hier irgendwie nur 2 Tage. Aber das macht auch nichts, das ist alles okay. Das passt schon. So, gut, hier ist eine Falle, das ist natürlich ziemlich gemein. Ja, muss ich mal so sagen. Wir nehmen mal diesen Pilz. Ah, lecker Pilz. So, wir holen uns mal. Ja, der war toll. Ein Panzergrille. Hey, Hilfe! Ihr kommt auf mich zu! Oh. Ihr habt mich getroffen. Ekelhaftes Kackvieh, du! Lass mich bloß in Ruhe! Geh zurück zu Willi! Na komm! Hahaha, du kannst mich gar nicht treffen, du bist ja... Aua, kannst mich wohl treffen. Aber ich muss sagen, mit so Rüstung ist das schon ziemlich cool, ey. Weil der hält jetzt schon ein bisschen mehr aus. Ich finde das schon ziemlich nice. Aua, hör auf damit, da brauche ich gar nicht mehr hier. Pfah, weißt du? Witz, brauche ich gar nicht mehr blocken. Ich bin OP und werde wahrscheinlich gleich locker sterben. Aber das macht überhaupt nichts. Aua. Hör auf damit. Jetzt lass dich doch mal töten, du blödes Vieh, ey. Was soll denn das? Ja, komm, du willst doch nochmal angreifen. Ich sehe es dir doch an. Panzergrille, ey. Was ist das für ein Vieh? Ist ja ein Ungetüm aus der Hölle. Geh zurück, wo du hergekommen bist. In deinen komischen Teich. Jetzt mach was. Nein, dann mach ich was. Ich bin gerade so ungeduldig. Ich muss das Ding besiegen. So. 140 Erfahrung. Alter Schwede. Uiuiuiuiuiuiuiui. Was hat der? Auch Flügelstaub. Na super, so ein großes Vieh und so ein bisschen Flügelstaub. Das ist toll. Ich speichere erstmal, so aus sicherheitstechnischen Gründen. Und würde einen kleinen Heiltrank gerne nehmen.
Und wir haben noch den, der macht 300. Wie viel Leben, wie viel haben wir eigentlich? Die habe ich an, ne? Die Jägerkleidung, oder? Ich glaube ja. Die ist so markiert. Ich glaube, ich habe die an. Okay, ich guck mal ganz kurz hier so hin. Dann kann ich nämlich mal schauen. Lebensenergie, wir haben gerade mal so wenig. Dann brauche ich so einen 300er Trank ja eh noch nicht, würde ich mal behaupten, ne? Wie viel Geld haben wir eigentlich? Da könnte ich auch mal kurz. 80, naja, das ist jetzt nicht so viel. Sind die Fallen eigentlich aus? Ich speichere nochmal. Ich werde wahrscheinlich gleich elendigst verrecken. Außer natürlich. Woo! Ja. Hallo. Ist da noch was? Da ist eine Truhe. Ich am Arsch. Schnell speichern, los. Mach hier. Okay, wie komme ich denn über diese. Was? Ein Scheiß. Das Vieh kann da rüberlatschen ohne Probleme und ich sterb sofort. Was soll das denn, ey? Töte die Fliegen. Können die irgendwas machen? Man muss da irgendwie die. Also ich will gut, da ist der Schalter, aber der Schalter bringt mir jetzt so erstmal herzlich wenig. Oh. Ich habe ja noch genug, Jetzt geht ich einfach wieder runter. Na gut, das bringt mir jetzt auch herzlich wenig. Ich dachte, die Falle wäre dann auch direkt aus. Wie kann ich denn die Falle jetzt hier? Mal so, salopp gefragt, ne? Ich hätte eigentlich schon gedacht, ich kann das irgendwie so. Ha! Hat funktioniert. Ja, leck's mir am Arsch. Zum Glück kann der so weit springen, der Bursche. Hallo? Ist da wer? Eine schwere Truhe. Die öffnen wir und wir finden dort 75 Gold. Wir finden da einen Goldring und wir finden da Heiltränke. Nehmen wir natürlich alles mit. Die Heiltränke möchte ich auch direkt ausrüsten und ich möchte hier eigentlich gerne wieder raus, weil irgendwie hört sich das hier alles sehr, 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 sehr merkwürdig an. Ich packe auch mal die eher so hier hin. Lebensenergie plus 10. Grünblatt. Wobei, eigentlich die Heilpflanzen packe ich mal raus. Die sammle ich mal lieber und bringe sie vielleicht irgendwann mal in die City. Oder war das das Kraut? Moment. Momentchen, jetzt muss ich nur noch mal auf L. Verhandlungen der Vulkanfeste, bla bla bla. So, alles was Heilung bringt. Was braucht der? Heilkräuter, Heilpflanzen und Heilwurzeln. Okay. Das ist die Heilpflanze, das Heilkraut. Ich habe gar keine Heilwurzel. Ach, im Grunde ist mir das ja auch wurscht, wenn die da nichts zur Heilung haben. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Welch merkwürdige Geräusche. Woo! Ha! So, Alter. Das Ding ist ja tot. Ich habe mich gerade dezent erschrocken von der Leiche. So, pa! Ruinen, dass ich nicht lache. Ja. Ist ja wohl alles hier im Rahmen des Möglichen. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, das nächste Ding hier killen. Okay, du Grabmotte. Ha, getroffen. Nee, du sollst kommen, nicht gleich hier mit Familie und so. Was soll denn das? War mal nicht gewettet. Wir kriegen dich. Tja. Moment. Warum? What the fuck? Okay, du machst das schon. Ich beeile mich nicht, dass du jetzt stirbst. Warum habe ich jetzt das. Warum habe ich mein Schwert, verdammte. Ja. Warum habe ich nicht die Dornkeule? Nimm sofort die Dornkeule. Achso, das war die Dornkeule. Das sah irgendwie aus wie so ein. Das sieht aus wie ein Stock einfach nur. Ja, du kriegst mich nicht. Toll. Du nicht. Ich wollte die töten, du Arsch. Kekspratze, ey. Dass ich die Erfahrung nicht dafür bekommen. Die 10. Oder wie viel das auch immer gibt. Ich muss sagen, diese komische Keule sieht aus wie ein. Wie ein ordinärer Holzstock. Es ist wahrscheinlich auch einer. Minze. Lecker Minze. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Wir gucken uns auch mal ein bisschen hier die Gegend an, bevor wir in die Vulkanfestung gehen. Ich meine, was soll's? Wir haben mal Zeit. Hier ist so eine Mana-Pflanze. Ich meine, so sieht das echt schon nice aus, auch wenn das Spiel schon ein paar. Hallo, Wolf. Ha! Oh, der hat mich verarscht. Warum trefft ihr mich? Das ist voll doof. Hör auf, auszuweichen, du blöder Wolf.
Oh, jetzt hat er dreimal angegriffen. Hat er mich aber derbe verarscht. Ich könnte das zu dem alten Rudolf da mal zurückbringen. Der wird mir bestimmt helfen können. Also ich muss sagen, so Wölfe und so sind da immer noch relativ schwere Gegner. Also weil die sind schnell und wendig und flink und alles. Ja klar, ich konnte mein Schild nicht rechtzeitig hochbringen. Mhm. Sehe ich aber mal ähnlich. So, gib mir den Zahn. Ich töte die Wölfe und nehme ihnen nur die Zähne. Welch ein tolles Leben ich doch habe. Nehmen wir die 4. Die 4. Boah, das dauert aber ganz schön lange, wenn ich die ganze Zeit immer diese Heilkräuter fresse. Außerdem ist das... Die Zähne sind dadurch immer so grün. Und ich habe immer Reste zwischen ihnen. Das ist irgendwie blöd. Komm ich hier weiter? Was bist du? Was ist das denn? Das sieht aber hübsch aus. So, da haben wir noch ein Heilkraut. Ich nehme jetzt mal einfach so... Was ich sehe, nehme ich mit. Okay, wo laufe ich hier eigentlich gerade lang? Das müsste ich wissen. Wir laufen einfach mal. Wir werden uns verirren und elendigst verrecken. Oder aber ich werde mich einfach... Ich will mich jetzt nicht so mit denen anlegen, aber ich nehme trotzdem diesen Pilz mit. Wir werden uns bestimmt, wenn wir uns jetzt hier verlaufen. So. Ich gehe mal wieder zurück zum Weg. Ich möchte nämlich in die Vulkanfestung. Irgendwie macht mir das alles Angst und ich muss dann... Ah, bleib bloß da stehen, ja? Oder schlaft weiter. What the fuck? Oh, der war toll. So, one hit. Ha, bitches. Könnt nix. So. Fleisch, lecker Fleisch. Lecker, lecker, lecker. Man bräuchte hier so ein... Was ist das denn? Eine Minze. Katzenminze. Man bräuchte hier so eine Art Sinn, ja, mit dem man die ganzen Sachen besser sieht. Das wäre cool. Passt natürlich überhaupt nicht in ein Rollenspiel, aber ist egal. So. Where I have to go now? I have to go... eigentlich in eine andere Richtung, aber das macht auch irgendwie gar nichts. Ich muss da lang. Alles gut. Oder? Oder? Moment. Ich habe keine Regional... Moment. Moment, habe ich gesagt. Ich muss mal ganz kurz hier so klicken. Das und Questkarte. Inquisitor Mendoza. Da müssen wir hin. Alles klar. Das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich dachte schon, oh nee, ich bin falsch, aber ich bin richtig. Super. Weil irgendwie der wird... Nee, warte mal. Das ist das. Ich bin auch... Ich habe das Spiel jetzt auch schon eine Weile nicht gespielt. Das kann ich ja durchaus sagen. Ich habe ja ein bisschen im Voraus aufgenommen. Aber ich bin etwas... Der Weg sieht ähnlich aus wie der... Warte mal, diese Viecher, wie der zur Hafenstadt. So, was ist mit den Seegeiern hier? Kann ich die auch One-Hit killen? Wenn ich sie dann treffe, kann ich es bestimmt. Ha, nein. Toll. Er kommt. Hilfe! 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 So. Dieses Hilfeschreien, das war dazu gut, ja, ihn zu verwirren. Denn so dachte er, irgendwo schreit ein Kind oder so und ich konnte ihn ganz gezielt ausschalten. Das war schon, das war schon alles geplant. Macht es eigentlich einen Unterschied, wo ich ihn treffe? Ich denke mal nicht, ne? Geh weg! Ha! Daneben, du! Ha! Tot! Du blöder Seegeier, du! Durchlöchert von meinen Pfeilen, so muss das sein. Bevor wir zum... What the fuck? Ich bin im... ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Na gut, ne? Dann bin ich halt im Kreis. Aber Moment, hä? Also verwirrend hier. Also. Dann bin ich jetzt bescheuert? Wo bin ich denn langgelaufen? Ich bin voll falsch gelaufen, ey. Dann kann man es auch machen. Hallo, Stan. So, wir laufen jetzt einfach schnurstracks diese Straße entlang und kommen irgendwann, hoffe ich, denn zur Vulkanfestung. Und werden da mit dem Inquisitor Mendoza sprechen. Und dieser Herr Mendoza, mit dem müssen wir dann verhandeln. Da ist noch eine Minze. So viel Minze. Und ein Pilz.
Ach ja, und Minze und Minze und keine Minze mehr. Für mich ist er ein Schwätzer. Wo bin ich denn hier? Das ist nicht der... Ich kenne solche Typen. Hm? Hallo, bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Hallo, Sakura. Was machst du hier? Ich bin losgeschickt worden, Pflanzen zu sammeln. Aber ich ruhe mich erstmal aus. Kann ich dir helfen? Du darfst mir nicht helfen. Das ist nämlich für die Prüfung von Meister Abrax. Außerdem hilft Barry mir. Das reicht. Ich dachte, dir darf keiner helfen. Hier wird einem auch alles einfach, weißt du, so wie es denen gerade gefällt. Na, wir sprechen mal mit Barry. Hi. Hi. Du bist Novize, oder? Ja, das stimmt. Noch bin ich Novize. Hört sich so an, als würde sich das bald ändern. Das hier ist meine letzte Prüfung. Sobald ich die Pflanzen für Meister Abrax habe, werde ich Magier. Oho. Wer ist Meister Abrax? Ein Magier oben aus der Vulkanfestung. Er ist der Letzte, dessen Prüfung ich bestehen muss. War gar nicht so leicht, ihn zu finden. Wieso? Na, weil er sich nie blicken lässt. Er hat sich in sein Labor verkrochen und verlässt es nie. Komischer Kauz. Was ist das für eine Prüfung? Ich soll ihm Pflanzen besorgen, hier aus dem Wald. Kann ich dir helfen? Nein, das muss ich schon alleine machen. Trotzdem danke für das Angebot. Mann, keiner will meine Hilfe, hier ist doch alles scheiße. So, gut, dann werden wir mal hier ein bisschen weiterreden. Ich glaube, die sind... Da guckt er nur. Rekrut! Probleme haben wir alle. Echt? Du hast ein Problem, es tut mir total leid. So, was bist du? Bruce! Brucey! Schweinescheiße, überall Schweinescheiße! Ich krieg hier noch Brechreiz! Ja, Schweine kacken halt auch. Machst du nix, ne? Was ist denn los? Hey Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum. Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen. Die Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Und da unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan der Grabmotten. Vielleicht solltet ihr daraus Battle Picks machen, dann können die sich auch wehren. Ich werde mich um deine Grabmotten kümmern. Mach schnell, dann muss ich nicht länger auf die Schweine hier aufpassen. Ich kann ihren Gestank nicht mehr lange ertragen. Okay, jetzt kümmern wir uns um Grabmotten, das dürfte ja... Angesichts der Anzahl der Grabmotten, das ist kein Problem, also. Ich bitte euch. Sehr wohl. Waffe weg, du Hund. Was? Hat er da? Was nun? Ja, mach, dass du wegkommst. Ich soll mich um die kümmern und darf meine... Wie soll ich mich um die kümmern? Soll ich die streicheln und sagen, geht mal bitte weg? Meine Fresse. Also, das sind schon komische Typen, ey. So. Wie eine Elfe bin ich da jetzt runtergeglitten. Bam. Das Blöde ist, jetzt kommen natürlich alle. Kommen alle? Ich glaube, es kommen alle. Na, komm her. Na, komm, du kleine Grabmutter. Ja, komm. Ja, komm. Ja, du bist fein. Jetzt gibt's ein bisschen was auf die Fresche. Ja, fein. Tja. So. Eine schon mal so. Ach, 8 Stück muss ich auch noch töten. Ja, ist ja nix, ne? Warum? Manchmal bebt die Erde. Ich weiß nicht genau, warum. Es ist sehr merkwürdig auf jeden Fall. Es kann auch sein, weil der Held einfach so gut aussieht. Da kann das schon mal vorkommen. So. Eine weitere. Genau, den Stein muss ich auch noch schnell hauen, weil... Das ist halt ein Stein. Hallo. Ich meine... Ne? Steine sind schon ziemlich krass drauf manchmal. Hui! Daneben geschossen. Hui! Getroffen. So, dann kommt man. Wo sind eigentlich die anderen Grabmotten? Was ist denn nach uns der Bauernhof? Ich gehe mal lieber in die Richtung, nicht dass ich gleich hier hart darunter falle. Na komm. Na komm. Nee, du wirst mich nicht so hinstellen, dass ich. Ja, oh. Halt auf damit. Ich müsste eigentlich wieder nach hinten. Oh, ich bin auf dem Bauernhof drauf. Dann. Weißt du, heulen sie ja gleich wieder rum. Mach die Waffe weg. Und wieder Elfen gleich darunter gesprungen. Es ist schon unglaublich. So. Na komm. Hä? Grabmütchen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind, aber die werden wir schon irgendwie finden. So, jetzt kommst du. Komm. Ja, fein. Du bist eine süße Grabmutter. So, und du? Bitte auch? Fliegt jetzt. Da hat sie sich aber hier. Ein ganz gewiefter Plan war das. Erst zurückziehen und dann so tun, als ob, weißt du, und dann kommt sie und... Naja, das kennen wir doch. So, ich habe 5 Stück.
Kannst du die anderen nicht alleine töten? Ey, du bist echt scheiße. Frage ist natürlich, wo sahen denn die anderen, ne? Ich hab hier nämlich keine mehr gesehen. Grabmotten, wo seid ihr denn? Wo bin ich denn hier gelandet? Also hier sind keine Grabmotten, wie ich das so sehe. Ist da eine Höhle? Da ist Wasser. Hier bin ich ja schon wieder bei ihm. Also, Verwirrung pur, ey, ohne Scheiß. Man kommt überall, egal wo man hinläuft, man kommt immer zu Stan. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Welt. Ob wir die nächsten Motten finden, ja, bald, und vielleicht auch in der Nähe, das erfahren wir. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid dann natürlich wieder mit dabei, wenn wir mal die anderen... Ach, guck mal, da oben sind sie ja schon. Das heißt, gegen die werden wir in der nächsten Folge kämpfen. Bis dahin. Haut rein, Leute.